Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Projekt 1979 Angel Wolf. Es ist ein Modellbauprojekt. Das heißt, ich werde es da hier nicht an dieser Anlage weiterbauen, sondern ich werde diese Anlage, was ihr hier seht, demontieren. Ich zeige es euch einmal in vollen Ausmaßen. Es ist 27 Meter Gleis, haben mein Bruder und ich hier verbaut. In jahrelanger Arbeit. Ein paar Fehler haben sie natürlich eingeschlichen, weil wir zwar waren keine Profis, die was das gebaut haben, sondern wir haben das einfach frei Schnauze gebaut. Wie gesagt, 27 Meter Gleis, alles mit einem Leim, der was auf Wasserbasis besteht, verbaut, weil uns der Typ schon mal ein Modellbauer gegeben hat. Und es ist halt einfach ein Holzhütten. Es kommt überall ein bisschen Feuchtigkeit rein. Deswegen lösen sie ja Teile und man sieht es da hinten am Hintergrund. Der Platz, wie gesagt, wird zu klein. Es wäre das Projekt ja eigentlich schon Anfang 2020 geplant gewesen, aber es ist halt dann Covid gekommen. Es ist mein Unfall gekommen, wo ich meinen gebrochenen Wirbel gehabt habe. Und so ist halt jetzt halt in Kleinstarbeit, wie ihr es da unten seht, schon das Material zugekauft worden für den neuen Ort. Und ich versuche euch in dem Projekt so ein paar so Tipps geben, was wir uns angeeignet haben. Also die Straßen, die ganzen, also die Straßenaufsätze, Klebestreifen, Aufsätze heißt es nicht. Die Straßen und das Gras, das kann man natürlich nicht mehr mitnehmen. Das bleibt, das was klebt worden ist, bleibt, ist logisch. Aber es wird halt hier ein bisschen dann anders aufgebaut. Und das sage ich gleich, wo sie kommt. Also machen wir mal einen kurzen Schnitt. Und hier wird der neue Ort sein, in dem was hier die Anlage ihr neues Zuhause finden wird. Das Regal da hinten, das bleibt stehen. Da werden wir dann die Platten draufsetzen, weil es genau die Höhe hat, was wir bei der anderen Anlage auch haben. Es kommt halt jetzt dann ein Holzkonstrukt. Darunter, da drauf kann man also Verlegeplatten, weil mit denen kann man ganz gut arbeiten. Wir haben am Anfang mit drei Schichtplatten gearbeitet, das war jetzt nicht so. Ihr seht, es halt hier drin, es hängen ein paar Kabel nur da, es muss noch ein bisschen Beleuchtung gemacht werden. Und ja, das nächste Video werde ich dann wahrscheinlich zeigen, wenn dann der Hintergrund steht, wie halt dann die ganzen Bauabschnitte weiter ausschauen. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Interesse an dem Projekt. Vielleicht ist ja der eine oder andere Modellbauer dabei, möchte gerne anfangen, weiß aber nicht wie. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem Projekt dann hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Euer HB, bleibt mir gesund und gewogen. Servus!